Grüß euch, ich bin der Paul Mitterhauser, bin Stuckateur und Trockenausbauer und ich möchte euch ein bisschen was zeigen, was ich in meinem Beruf mache. Also kommt mit! Früher, wie ich klar war, hat mich der Papa eigentlich immer mit auf die Baustellen mitgenommen. Und da habe ich es eigentlich schon gesehen, dass das einfach viel klasse ist, vielseitig und hat mir einfach schon immer gedacht. Meine Aufgaben sind Handputzen, dann Stuckarbeiten, also Malarbeiten kann auch dazu, nachher dann die Färbelung oder Gewölbebau, also Weinkeller machen wir auch viel. Mir gefällt an dem Beruf Stuckateur, dass man viel mit Stuck, also Stuck ziehen, Stuck versetzen. Und das ist einfach eine klasse Arbeit, weil es immer wieder anders ist. Und man muss immer wieder anders schneiden oder was. Und das ist einfach eine sehr genaue Arbeit. Ich war so richtig stolz, als ich meinen ersten Stuck alleine gezogen habe und der Papa gesagt hat, dass er gut geworden ist. Stuckateur benötigt einmal Geduld, weil es muss halt immer sehr genaue Arbeit gemacht werden. Weil Fehler kannst du nicht machen, weil das eigentlich immer viel Aufwand ist, das zum Herstellen. Man muss auch schwindelfrei sein, weil wir machen ja viel Kirchen und Klöster. Und auf den Kirchturm bringt es nicht, wenn man dann Angst hat. Unseren Betrieb gibt es seit 20 Jahren und seitdem bilden wir Lehrlinge aus. Besonders stolz macht mich eigentlich, dass auch jeder Lehrling, den wir bis jetzt ausgebildet haben, auch mit Auszeichnung die Lehre abgeschlossen hat. Wir bieten eigentlich unseren Lehrlingen, dass eigentlich das klassische Stuckateurhandwerk eigentlich wieder von der Pike auf lernen. Und den Lehrlingen bieten wir auch unter anderem eben, dass zum Beispiel Weiterbildungen machen im Mauerbach. Das ist eben ein Zentrum für Berufe in der Denkmalpflege. Mein Vorbild ist der Papa, der hat eigentlich schon sehr viel erreicht. Und das ist das Ziel, was er erreicht hat auch. Das ist schon. Ja, jetzt habt ihr ein paar Einblicke gehabt, was ein Stuckateur alles macht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber jetzt muss ich wieder weiterarbeiten. Also, pfiat euch!